Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren geschmeidigen Folge Foundations. Ah, die letzte Folge war leider ein bisschen kurz, weil das Spiel sich weggehangen hat, aber es läuft jetzt weiter. Und ich bin euer Georg Grauwood. Aber unsere Bilanz ist halt, ja, schwierig. Das hier, ne? Das ist halt alles zu teuer. Einmal zwar jetzt Dorfbewohner und so, aber... schwierig alles. Und wenn wir über so und so viele Leute kommen, brauchen wir auch Sicherheit. Und die kostet natürlich wieder, ne? So, andererseits... ja, das auch reichen, ne? Ich weiß ja gar nicht, wie gut die Bilanz dazu ist, ne? Ich könnte nochmal Lebensmittel exportieren. Das ist halt die Sache, ne? Wir könnten das mal wieder hier bauen, ne? Reißen das mal weg. So. Dann packen wir hier. Die Sachen hin. So. Da kommt das automatische Speichern. Der fleckt hier alles voll. Der fleckt hier alles voll, ne? Ja. Da kommen wieder irgendwelche Jungs. Mal eine positive Bilanz. Ich weiß gar nicht, wie viel die Holzbretter bringen, ne? Ja, geht richtig ab hier mit den Fischen. Aber die halt abgegradet haben, die fressen dann halt nur Fische. Wir bräuchten halt mal langsam Brot. Aber das können wir uns erstmal nicht leisten. Hier kann man nur komische Sachen exportieren. Dann kann das wieder weg. Haben wir das fertig? Also das sind polierte Steine. Das hier sind einfach nur Steine. Ja, die kommen jetzt dann wieder mit neuen Waren. Oder die haben welche weggebracht.
Hier kann man jetzt Sachen speichern. Ja, zwei neue Bewohner. Wenn wir halt hier mal eine sinnvoll positive Bilanz hätten, ne? Die Sache jetzt. Abbaugebiete. Wir taggen alles als Abbaugebiet. Einfuhr von Waren. Machen wir da hin. Und die anderen beiden, was waren das? Warenexport. 1. Wir experimentieren jetzt mal in der Folge ein bisschen mit diesem Handelskonto. Ein Träger. Wir sammeln jetzt das auch mal ein hier. Wo dann auch mal endlich ein paar Leute sitzen. Okay. Keiner mehr arbeitslos? No. Stein, Stoff, Leder, Kleidung, Schuhe, Bretter. Wir dürfen jetzt gleich hier wieder reinlaufen, ne? Auch nicht gleich so. Leute reinholen. Aber Wertraum werden wir noch nicht bauen. So, was war das noch? Logistik haben, brauchen wir jetzt nichts. Weg. Jetzt ist man ja noch.
Okay. Ich wüsste jetzt gerne, wie das mit den Patrouillen funktioniert. Große Halle, Vogtbüro. Retter, für den König. Nimm mit und geh weg. So, schauen wir doch mal hier. Gibt es hier irgendwelche Tagediebe? Nö. Aber es gibt Arbeitslose. Okay, das läuft hier noch alles. So, dann müssen wir hier mal gerade gucken, ob wir nicht ein wenig Sachen einlagern. Eisenerz zum Beispiel. So, Sichtbarkeit. War das hier mit den Patrouillen? Hier irgendwas machen. Laufen die jetzt hier rum oder was machen die jetzt? Nein, die laufen da tatsächlich rum. Das ist cool. So, was sehe ich hier noch mit Export? Leder, Glas, Erze eigentlich. Warenexport war das. Materialienexport.
So, haben wir das auch fertig. Aber ist ja schon was gekommen hier, ne? Wir das fertig. Muss ja den Stall dahin, genau. Ja, das ist jetzt Eisen. Wäre auch Eisenerz. Hier wäre ich mit dem Exportgedöns. Ach was. So, was haben wir denn noch hier? Arbeitsplätze, genau. Speicher. Okay, dann gibt es hier einen Träger zugewiesen. Und Feuer. Man, der hat bestimmt nur Fische verkauft, ne? Jo. Dann verkaufst du jetzt auch weiter Fische. Wieder positiv, das hält aber nie lange an. Wenn denn hier irgendwo was frei ist. Von 40, das ist schon mal eine gute Sache.
Einkommen 10 im Plus, keine Arbeitslosen. Die 10 Sachen sind jetzt auch hier. So, das war's aber für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bleibt gesund, euer Rion Grohut. Ciao, ciao.